Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Galacticraft. Ja, und ich werde diese professionell ausgehobene Leiter hier direkt mal benutzen. Ja, ihr seht, wir sind schon hier am Auffüllen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Genau. Mir gefällt dir das mit diesen Frames, dass es immer so, ja, so wie ein Gitter ist, ja. Wie der Raster. Wie die Rasterlocken. Nein, wie der Raster, kann ich nicht den Film. Ich werde jetzt natürlich hier nicht an gewählter Stelle den Namen einfügen. Wer ihn kennt, der kennt ihn. Und wer nicht, der nicht. So, ich füge auch gleich noch das Crafting-Rezept für ME-Kabel hinzu, ne? Und dann können wir das gleich mal zeigen, weil das funktioniert dann gleich automatisch. Warte, du hilfst mir noch ganz kurz hier das Ding gescheit zu machen und dann schauen wir nach. Hey, da unten ist ein Enderman und wenn ich den slayen, du brauchst doch die Level. Gleich, ich muss sowieso runter, deswegen. Also, dann füge ich das hier noch schnell rein. Wenn du dich nicht beeilst, dann slay ich ihn. Und da bin ich schon. Wo ist er denn? Da. Wo ist er denn, ja? Ah, der Tobias. Gott sei Dank ist hier ein Obsidianboden, ja. Gleich mal tot und hier eine Enderperle. Sehr cool, wenn der dann wirklich nicht rausfliehen könnte. Ja, aber. Oh Mann. Geil. Klatsch, hast du mir eine Leiter? Ja, habe ich. Ich habe genau eine Leiter. Danke sehr. So eine Scheiße. Da falle ich gleich nach unten. Was soll denn das? Gute Frage. So, wir könnten noch mal, das hast mir neulich irgendwann eingefallen, wir könnten mal als so ein kleines Challenge, so eine kleine Challenge an uns selbst, eine Gast-Turret bauen. Eine Gast-Turret? Genau, wir bringen einen Gast dazu, in unsere Welt zu gehen. Also vom Nether raus. Es ist relativ einfach, wenn der Gast in erreichbarer Nähe ist. Und dann? Und dann bauen wir den Turm und aus dem Turm raus schießt der Gast dann. Und wenn man in ihm drin steht, dann schießt der Gast ja aus ihm, also nicht aus sich selbst raus, sondern er schießt in die Richtung, wo du stehst und dann kannst du steuern, wo der Gast hinschießt. Voll witzig. Hast du schon mal gesehen oder? Schon mal gesehen, ja. Und ausprobiert auch. Es ist wirklich einfach. Ja, du musst halt bloß den Gast finden. Wenn aber einen hast und du den musst du dann einfach bloß ins Minecart setzen. Wenn Minecart in der Nähe steht, dann setzt er sich da rein. Sieht dann ein bisschen dämlich aus, weil das Minecart natürlich nicht mehr da ist eigentlich. Und dann lässt du einfach durchs Nether-Portal durchfahren. Also, ne? Also, es ist vollkommen plausibel, ja. Ja. Ich meine, der Gast ist ja auch bloß 5x5 Blöcke groß, ja, und er setzt sich dann in so ein kleines Ding und überfüllt es halt, aber ja, egal. Was ich halt lustig finde, ist, ja, lass es wirklich machen, aber lass dann doch irgendwie so eine Arena bauen oder so, wo man dann wegrennen muss von den seinen Schüssen, verstehst du? Das kannst du ja gleich mit einbauen. Ja, siehst du, das ist auch eine gute Idee, ne? Ja, toll. Also jetzt kann ich zum Beispiel auf schießt Craft er, wenn er in seinem Ding ist? In dem Turm? Nein, in dem Minecart. Ja, das ist das einzige Problem daran. Ja, also dann kommt er halt in unserem Teleportationsraum raus. Ja, der schießt aber bloß Erde kaputt. Stein ist schon zu hart, als dass er es kaputt schießen kann. Ja, und vor allem, was auch zu hart ist, sind unsere Teleporter, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Die kann er nicht kaputt machen. Das wäre ein bisschen Fail, aber... Also das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Sand. Warte, jetzt habe ich es hinbekommen. Sand, hier, wir nehmen uns einmal 32 raus, die sollten ausreichen. Brennen die ganz kurz und... So, und ihr seht, wir haben jetzt hier ME-Kabel. Wenn ich mal aufs Dort gehe, da haben wir hier kein ME-Kabel mehr, weil ich habe es rausgenommen. Und ich verbrauche jetzt. Warte noch kurz mit der Erklärung. Ich erkläre jetzt noch gar nichts, ich will jetzt bloß das einmal ausprobieren dann. So. So, ich mache hier gerade alles optisch topfit und warte, Tobias, also ich schon wieder verbinde hier jetzt hier quasi ja, das hier mit dem ME-Kabel. Kajing. So. Und es fehlt uns genau ein ME-Kabel. Und das lassen wir jetzt hier mal automatisch craften. Dann seht ihr mal. Wie hieß es nochmal? Keys auf Englisch oder dieses Item? Ich glaube Gravel, genau. Und wir können uns dann irgendwann auch noch einen Crafting Monitor craften. Den können wir uns eigentlich auch jetzt gleich craften. Ja, dann sehen wir nämlich, was immer gerade gemacht wird, gecraftet wird. Und ich muss natürlich jetzt auch mal meinen Leuten zeigen, wie das aussieht. Mache ich auch gleich, nachdem ich hier das Outdoor ausgekleidet habe, sozusagen.
Und irgendwie mag ich das nicht beim Energieturm, das muss ich noch optimieren. Ja, das mache ich noch anders. So, jetzt habe ich meine Potion of Swiftness hier aufgebraucht, die wir schon ewig haben. So, und Tobi, wann Kenobi? Ja, was ist mit dem? Schau mal, da ist eine Flasche. Die hat er da einfach hingeschmissen. So, und ich erkläre jetzt mal mein... Ich muss noch kurz das Glas holen und dann erkläre ich unser System kurz. Okidoki, da ist genug Glas für mich. Könntest du noch einen MI-Import-Bus craften? Ich glaube, wir brauchen so eine Void-Pipe, mit der wir einfach unsere Items da reinschmeißen können. Das ist viel angenehmer. Dann können wir nämlich auch wieder unsere Sortier-Pouches benutzen. Ja, das werde ich einrichten. Werde ich mich drum kümmern, aber jetzt noch nicht. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Und wir haben eine Gast hier wegen mir. Yeah! So gut gemacht. Ich bin auch so ein Genius. Mann, es passt kein Glas mehr in unsere Sortierung rein. Ich nehme einfach die Blumen raus und natürlich kann ich die wieder reintun. Ja, wir brauchen Festplatten. So, wir tun jetzt mal die Blume benutzen und platzieren die hier irgendwo hier, ne? So ganz. Ah, perfekt. So unser Rosenbusch und so, ne? Hervorragend. Eigentlich war es irgendwie unnötig, dass ich die ganze Obsidian-Decke hier oben aufgerissen habe. So, und jetzt machen wir kurz noch hier das Glas. Ich sollte eigentlich Glas im Inventar haben. Haben wir Netherrack schon drin? Bestimmt, ja. Okay, das heißt, ich hole nochmal ganz kurz das Glas. Hä, ich hab's doch eigentlich gehabt. Ach, ich hab's... Ach, ich bin auch so ein Retard. Ich hab das wieder reingetan. Glas. Ja, also. Genius. Ich weiß, als Zuschauer denkt man sich dann immer so, hä, ist der bekifft oder so? Und kenne ich selber. Und wenn man da selber spielt, ist es ein bisschen anders, kann ich sagen. Ein bisschen, nur leicht, aber nicht wirklich stark. So, jetzt habe ich hier ein sehr sauberes Universal Zwei Cable Glas. Verlegt. Dominik wäre stolz auf mich, ja? Zwei Glas, oh mein Gott. Das macht mich immer wieder glücklich, weißt du? Zwei Glas, deswegen renne ich nochmal da in den Maschinenraum. So, und jetzt haben wir eigentlich alles so geschmacklich angepasst an unseren Stil. Genau, und ich müsste jetzt auch gleich, also ME-Kabel müssten wir jetzt automatisch craften können. Ich wollte mich ja eigentlich noch um den Hydrogen Generator kümmern, damit wir noch mehr Saft haben. Und ich brauche ein bisschen Brot. Da haben wir doch bestimmt was da, oder? Bread. Schau dir mal das Crafting-Rezept von dem ME-Kabel an. Und dann sehen wir, ja, wir haben Fluidstust und wir haben Glas. Und dann heißt es, wir können etwas machen, ja. Ich meine aber nicht zu viel, ich mache jetzt bloß mal 10 ME-Kabel. Und dann klicke ich auf Beginn. Und dann sollte... So. Wir haben nicht mehr genug Glas. Also, so. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Warum haben wir nicht mehr genug Glas? So, ich erkläre euch jetzt, wie das hier funktioniert. Also, Freunde, ganz einfach. Wir haben hier diese drei Blöcke, die sind schon mal zentral. Also, das ist hier unsere Speicherzelle oder unser ME-Drive. Da kann man die Festplatten einlegen. Wir haben momentan drei 64K Storages, 64K ist das größte und wenn wir da alles ausgefüllt haben, haben wir so viel Platz. Und ich habe den zweiten Element gestellt. Wir haben mehr Platz hier als die ganzen Crystal Chests zusammen. Hier bei dem Controller, der tut alle Units, die halt, also alle Teile, die hier in dieser Linie oder nach oben oder unten mit dir verbunden sind, powern. Ohne Kabel geht es, aber man kann es auch mit Kabel machen, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen das C-Terminal irgendwo anders hinstellen wollen, können wir das mit Kabel versorgen. Wie ihr seht auch hier diese Anzeige vom Strom her, wenn da nicht genug drin ist, können nur noch bestimmte Units arbeiten, also nur bestimmte Teile eben mit Strom versorgt werden. Das heißt, es laufen dann nur noch zwei Maschinen und manche werden abgeschaltet und die könnt ihr dann nicht mehr anmachen oder auf sie zugreifen. Und ja, ihr müsst halt da schauen, dass immer genug Saft da eben drauf ist, ganz einfach. Genau. So. Hier haben wir das, also ihr seht auch hier, wie viele gerade hier angeschlossen sind. Wir haben erstmal natürlich hier den Drive, dann den C-Controller und hier sind diese, sind die Pattern-Provider und die CPU-Units und diese Cooler und diese Blöcke halt, generell dieser Multiblock, der besteht aus diesen Sachen hier. Ihr könnt euch gleich die Anzahl merken, wenn ihr den selber mal nachbauen wollt, also 32 genau. Hiervon, 24 von diesen Heatfans, 4 von den Pattern Providern, 4 von den CPU Units. Das hier sind die Kabel, also 15 lange ist das Kabel sozusagen. Und dann einmal von dieser ich nehme an, Import-Bus. Könnte mich auch täuschen, aber ich glaube, es ist ein Import-Bus. Und dann noch dieses Teil hier. Ja, das ist ein Import-Bus. Ja, nee, ich meine gerade was anderes. Also gut, schauen wir nochmal ganz kurz nach ME.
bin mir nämlich immer nicht so ganz sicher, wie die Teile heißen. Also MI Interface, das ist auch noch ganz wichtig. Der Blog, den werde ich euch gleich mal hier präsentieren. Also ganz einfach, das ist eure Zentrale, die alles miteinander verbindet. Und hier gehen so die Kabel runter, beziehungsweise nach oben. Das ist der Import-Bus. Das werde ich euch eben gleich zeigen, wie das funktioniert. Und zwar, also, unsere Items kommen in, werden abgebaut von der Query, werden in diese Kiste reingeschickt, die diesen Code rot, rot, rot hat. Die Items sind hier drinne und mittels des Import-Busses werden die Items im Prinzip in alle Richtungen geschickt, aber dieses Item da nimmt die Daten und tut sie dann in diese in die Festplatte reinspeichern, da rein. So, ich muss jetzt mal einen ME-Kabel noch manuell craften. Seht ihr, da kommen immer so Items raus. Das muss nicht unbedingt aus der Ender-Chest sein, aber ich halte es für wahrscheinlich, wenn die Query gerade läuft. Also die werden dann da reingeschickt und da gespeichert, das heißt die Zahl wird sich dort ständig erhöhen, wenn ihr eine Query habt und die so angebunden habt. Wichtig ist allerdings, dass hier nicht einfach ein Kabel ist, sondern ein Import-Bus. Und was auch noch wichtig ist, das ist ein Precision-Import-Bus, das ist die nächste Stufe von Import-Bus. Ich kann das mal ganz kurz nochmal zeigen, wo der Precision-Import-Bus ist. Fuzzy-Storage-Bus, Fuzzy-Export-Bus, Fuzzy-Import-Bus und es gibt auch noch den Basic-Import, wo ist er denn hier? ME Storage Bus, Precision. Ah ja, hier. Precision Export Bus und da gibt es natürlich den Precision Import Bus. Da haben wir den. Den macht man so. Den normalen Import Bus und. Den normalen Import Bus und die Basic, den Basic Processor. Den Import Bus macht man übrigens so, deswegen auch der Sticky Piston und dann das Interface. Das heißt, warum brauchen wir den Precision Import Bus? Ganz einfach deswegen, weil der Precision Import Bus schneller die Items nicht unbedingt schneller durchschicken kann, aber in Form von Stacks. Das bedeutet, er sammelt hier so einen Stack Cobblestone und schickt ihn dann ganz durch. Und das geht natürlich schneller als der normale Bus, der die Items mit einer Verzögerung wegschickt. Und das heißt, diese Enderpouch füllt sich langsam und überfüllt sich dann am Ende. Und dann liegen die Items halt irgendwie so draußen und das ist nicht so schön. Beziehungsweise nicht unbedingt hier raus. Ich frage mich bloß, warum das nicht funktioniert. Eigentlich sollte der ME-Kabel craften, aber er macht es irgendwie nicht. Okay, also bei der Query fliegen die dann raus und gehen gar nicht erst in die Enderpouch, weil die ja voll ist dann. Okay, und er hat hier das so angeschlossen, auch in Ordnung. Ich hätte aber noch eins näher dran platziert, obwohl wenn das dann rausziehen will beim Pulverizer. So, dann zeige ich euch jetzt hier das Rechenzentrum, ganz einfach. Was macht das Rechenzentrum? Du kannst ja mal kurz rechtsklicken drauf, ihr seht. Hier sind alle unsere Patterns, die wir drin haben. Gell, die hast du schon reingemacht. Also er hat, ja. Die hast du in den Pattern, in den Pattern Encoder und dann da reingelegt, gell? Ja. Also ganz einfach, dieses System hier, das ist ein automatischer Crafting Table, also ein Multiblock, der besteht eben in der Mitte aus vier Storage, aus vier Pattern Providern und vier CPU Units, wobei ihr variieren könnt, also in der Mitte von innen drin sind eben solche 8 Blöcke und ihr könnt entscheiden das Verhältnis. Die Pattern Provider sorgen dafür, dass ihr hier 1 bis 7 Seiten habt, weil ihr braucht auch eine CPU Unit drinne. Und das heißt, wir können jetzt hier viele, viele Crafting-Rezepte speichern. Jedes Feld ist ein Crafting-Rezept. Wir haben momentan diese Rezepte drin. Genau, aber eigentlich sollte der ME-Kabel craften und ich weiß nicht, warum so. Er das nicht macht. Und ja, ganz einfach im Prinzip. Wir können jetzt hat er's gemacht, oder? Wir können die Crafting-Rezepte da in diesem Encoder, Pattern-Encoder, dann herstellen und dann da reinlegen. Das sieht zwar jetzt aus wie ein Item, ist aber in Wirklichkeit ein Crafting-Rezept. Wenn ich es rausnehme, seht ihr, ist es so ein Pattern. Oh, sorry, ich habe gerade das Crafting-Rezept rausgetan für den für das ME-Kabel. Was ja übrigens dieses Kabel ist. Ja, danke. Ja, das habe ich nur für eine halbe Sekunde rausgetan. Ja, deswegen wurde der Vorgang abgebrochen. Pech. Also, ihr seht hier, das ist das ME-Interface, oder? Nee, hieß der nicht anders. Oh, sorry. Warte mal kurz, das muss ich gerne nochmal überprüfen, wie das Ding hieß. Ja, Interface tatsächlich. Oh Mann, ist das anstrengend. Bei dem Interface braucht ihr keinen Import-Bus anzusetzen. Das ist generell so, wenn ihr die Blöcke intern benutzt, also von Applied Energistics, dann braucht ihr gar keine Import- oder Export-Bus. Also wenn ihr was exporten wollt in eine andere Chest, müsst ihr natürlich den Export-Bus benutzen. Export heraus, Import hinein. Versteht ihr? Ins System und das System ist in dem Fall das Applied Energistics System. Okay, hier die Pulverizer und der hier dieser die Powered Furnace sind Applied Energistics fremde Blöcke. Das bedeutet, wir brauchen, um diese anzusteuern, die wie hieß denn jetzt gleich nochmal?
das ME-Interface. So, das ME-Interface wird hier reingesetzt und Tobias, du hast noch gar keine Pattern reingelegt. Wo? In den Pulverizer und in. Ja, da habe ich noch keins reingelegt, aber bei also ganz einfach, so, wir zeigen es mal ganz kurz am Beispiel der Powered Furnace. Die Eingänge sind, ich glaube, nach oben, oder? Muss man die oben einsetzen? Ja, gell? Ja. Also oben ist der Eingang und der Ausgang muss ja nicht auch nach oben gehen? Nein, der Ausgang muss nach links gehen, weil da kommt dann ein Importbus rein. Ah, okay. Ja, also da kommt dann, wie gesagt, ein Importbus rein und der wird dann hier rausgezogen, geht dann hier hoch, wenn ihr es versteht. Sehr gut. So, und jetzt kann ich, jetzt lass mich nämlich kurz reden. Okay, jetzt kann ich nämlich, Sekunden. Mittlerweile bin ich so weit, ich kann jetzt Conversion Matrix von selbst craften lassen. Das ist sehr geil, weil die relativ aufwendig ist. Also sagt, ich will jetzt 2 Conversion Matrix, klick auf Beginn. Jetzt dauert das eigentlich nur kurz, normalerweise. Wenn ich noch genug Rohstoffe habe, aber das sollte ich eigentlich schon. Sehr gut, sehr gut. Wieso craftet ihr jetzt? Gib mal bitte einen Glasblock. Okay, dann also mach eigentlich sollte die Conversion Matrix ohne Probleme craften. Also wir haben Nether Quartz, er hat noch ein paar Probleme, ich werde mal hier noch weiter erklären. Also, ich will es jetzt nämlich auch durchbringen. Hoffentlich ihr versteht ihr es, ansonsten könnt ihr es da einfach nochmal kurz neu anschauen. So, ganz einfach, hier legen wir das Pattern rein. Wir schauen mal ganz kurz das Ding an. Also, der Pattern Encoder, das ist das Rezept, crafts einen Basic Processor mit einem Basic Processor Assembly. Ganz einfach, das Rezept, das wird hier in diesen, ihr müsst halt das Rezept immer in dem Pattern Encoder, den ich nachher noch zeig, fertig machen. Da braucht man ein Blank Pattern dazu und das Rezept, die Items werden aber nicht verloren gehen, keine Sorge. Das heißt, ins Processing legt man die ganzen Items rein, zum Beispiel sagen wir, Eisenbarren brennen, Goldbarren brennen und so weiter und so fort. Und die legt ihr einfach alle hier rein, zum Beispiel Silikon auch. Und dann, was passiert? Ihr könnt dann, oh man, da habe ich noch einiges vor mir. Aber wir gehen mal kurz hier hoch. Da ist übrigens, da fehlt ein Glas, vielleicht kannst du es wegmachen. So, ich zeige ganz kurz nochmal den Pattern Encoder. Also wir haben hier Blank Patterns, jetzt will ich mache einfach mal ein Rezept. Ich hole mir kurz 3 Wheat. Wheat. So, 1, Mann, ich check 3. Nicht, warum das nicht funktioniert. So, wir gehen jetzt kurz in den Pattern Encoder, tun 3 Wheat anordnen. Da kommt ein Brot raus. Ihr seht, ich habe die 3 Wheat noch. Encode. Und hab Craft One Bread with 3 Wheat. Das nehmen wir kurz mit und dann zeige ich euch mal was. Weil wir sowieso so viel Wheat haben, wird es wahrscheinlich unsere Hauptnahrungsquelle. Und ja, ich weiß nicht, hast du schon gesehen? Ich habe da übrigens schon Stromanbindung dran, ne? An welchem? Hier unten im Boden habe ich eine versenkt, eigentlich dafür gedacht, aber du hast sie dann neu angebunden. Naja, wie dem auch sei. Das müssen wir jetzt hier reinlegen, dann haben wir es für immer als Crafting-Rezept verewigt. Ihr seht, es wird dann auch als Brot angezeigt. So, und wir gehen jetzt hier mal kurz hin und wir craften mal ein bisschen unendlich Brot, oder nicht unendlich, so viel wie wir halt haben von den Rohstoffen her. So, ihr werdet jetzt hier in diesem Screen Brot sehen und zwar als Craft. Seht ihr hier, Craft. Ihr könnt übrigens auch Craftable und Stored. Ich weiß, wieso sie funktioniert. Toll, das kannst du mir nachher erklären. Das funktioniert, deins funktioniert auch nicht. Also, hier. Du musst irgendein Item rausnehmen, die sind zu viele Items drin. Der kann keine neuen Items reinlegen. So, daran liegt es vermutlich. Ja, das kann gut sein. Nehmen wir bitte eins raus. Ich nehme mal den Oak Sapling raus. Also, wir sind jetzt also in diesem Bread-Ding draus und ich will jetzt mal 10 Breads craften. Und hier könnt ihr natürlich alles Mögliche machen: ein Stack oder minus 1 und plus 1 und beginnen. Und jetzt craftet der hier einfach. Wir haben hier übrigens den Prozess auch. Bloß, das ist so schnell, dass es sinnlos ist. Das, der Crafting-Screen bringt im Prinzip nur was, wenn ihr irgendwas brennt oder... Ja, 10 Bread. Pulverize. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz nach dem Brot. Hast du es rausgenommen? Brot ist schon da. Nee, das Brot ist schon da. Da ist es. 10 Brot, rausnehmen, fertig. So einfach ist das jetzt. Wir machen selbstverständlich ganz viele Rezepte rein für Pickaxe, alles mögliche, was halt sinnvoll ist. Also eine Pickaxe... Schau mal, eine Spinne. Oh, es ist tot. Hä, wieso machst du so viel Schaden an der? Mach ich auch so viel Schaden an der? Mit dem Atomic Disassembler, ja. 20 Schaden machst du mit dem. Okay. Ja. Okay, dann haben wir das auch jetzt abgehakt. Was wollte ich noch erklären? Ja, jetzt erklärst du gar nichts mehr, weil die Folge rum ist. Ja, ich muss noch eine Sache erklären, glaube ich. Ja, jetzt die... Nee.
Okay, dann erkläre ich erkläre es einfach im Nachhinein immer wieder häppchenweise. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle mitgekommen seid. Wenn nicht, sind sie nicht. Fragt mich einfach in den Kommentaren danach. Ja, und dann erkläre ich euch das nochmal so langatmig. Und dann gucken wir mal, ob ihr das verstanden habt. Ne? Nee, aber eigentlich, ich glaube, ich habe es also eigentlich recht anschaulich sogar erklärt. Abgesehen davon, dass das Tempo ein bisschen übertrieben war. Ja, also recht anschaulich. Ja, ich meine, wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, seid ihr echt Idioten, ja. Weil, ich meine, hör auf, mich auch damit abzuknallen, ich hasse das. So, ME-Kabel habe ich ja noch. Meine Scheren des Todes. In die Augen geschert. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann. Ciao.